Alter, mach hinne, mach hinne. Et zieht schon wieder. Ja, ihr Lümmels, ich bin mal wieder am Bernie unterwegs. Ich bin mal wieder am Bernie. Und et zuppelt. Wir haben gerade 4 Uhr morgens. Es wird langsam hell hier. Ich habe mich gerade mitten in der Nacht jetzt hier hingestellt, habe alles zusammengebaut und habe mir gedacht, komm, Alter, gehst du mal schön ein bisschen auf Karpfen, denn jetzt die Tage im Stream waren wir ja auch schon mal auf Karpfen, auf, was war das, 143, Cha-Cha-Cha, wo das da gerade so abgeht mit den ganzen fischigen Sachen, mit Lachs und Heilbutt und was nicht alles. Und das war so lala. Also ich fand, es war okay, schön gechillt hier, ein bisschen hinstellen und ein paar Brocken rausziehen, das war ganz gut. Ja, und nur habe ich mir gedacht, komm, da muss doch noch mehr gehen. Habe mich da auch ein bisschen auf die Suche begeben, ob es nicht da noch irgendwelche anderen Stellen und Köderkombis und so weiter gibt. Und bin dann fündig geworden. Jetzt sehe ich gerade hier. Black Fury. Spiegelkarpfen mit 27 Kilo zieht er rein. Ehre allen Petri. Sehr schön, ey. Übrigens, wenn ihr Bock habt hier, ne, der Feierabend-Chat ist offen. Einfach Rindor miteinander austauschen und gegenseitig Tipps und Tricks austauschen, wie und wo was geht. Ist auch schon ordentlich was los in dem Verein hier. Da kommt er ran, hat einen Rücken wie ein Schuppi, das sieht gut aus. Ja, und jetzt bin ich hier an dem kleinen Tümpel hier am Bernie. Und das hier sind jetzt gerade so die ersten Brocken. Gucken wir mal, was wir hier haben. Erster kleiner Schuppi. Ah, mit 16 Kilo hat sich schon gut gewehrt. Und raus damit. Ah, ich hätte ein bisschen weiter rechts werfen müssen. Aber gehen wir jetzt erstmal dran. Hier ist der nächste. Zack. Anschlagen. Bremse hoch. Mehr trinken. Ich brauche mehr Energy. Ach, wie schön, ey. Krass. Der erste hier links ging rein. Und kurz danach hier auch die beiden anderen. Die 2 und die 3. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen Gas geben. Und vor allem muss ich gucken, dass ich weiter werfe. Ich stehe hier an der Stelle und habe einen 35 Meter Clip drin. Bin komplett hier auf... Nee, gar nicht komplett. Ich habe... Nein! Ich habe es mir noch gedacht, Alter. Ich weiß nicht, woran das liegt, ey. Aber beim Karpfenangeln passiert mir das häufiger als beim anderen Angeln, ne? Schon wieder! Alter, doppel ausgeschlitzt. Gibt's das denn? Mache ich da was falsch oder was? Muss ich mehr anschlagen? Das ist ja ein Dingen, Alter. Das passiert mir ja super selten, ne? Also wirklich super selten, dass da irgendwie, wenn einer sagt, ja, hier, immer mal ausschlitzen, verdammte Scheiße, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber beim Karpfenangeln, Alter, da kann ich das nachvollziehen. Da passiert mir das auch. Wie gesehen. Ist das der Hammer? Verstehe ich gar nicht. Was hat mit dem... Ich meine, das ist ja auch hier, ne? Das ist ja auch... Das ist ja kein 0815 Haken. Das ist ja stabile Qualität, will ich doch meinen. Krass. Auf Set gehen wir aber gleich nochmal im Detail ein. Auch die Position und alles. Das ist ja der Hammer. Erstmal wieder neu auswerfen. Ich glaube, die 1, die werfe ich auch gleich nochmal neu aus. Die war nicht mit ausreichend Schmackes geworfen, denn wir wollen ja hier doch noch die 35 Meter erreichen. Und ich habe so ein bisschen als Ziel das Häuschen da hinten. Und auch da war ich gerade ein bisschen weiter links davon, also nochmal mehr das kleine Häuschen da am Horizont anpeilen. Und man landet ungefähr da in der Spiegelung von dem kleinen Häuschen. So, passt es doch schon eher. Genau. So. Ich hatte auch schon Futtermischer auch schon rausgejubelt.
Genau, auch schon mehrfach PVA, also hingeworfen, direkt als ich hier war. Ich benutze gerade das etwas größere, das mittlere PVA. Hab dann, wie gesagt, fünfmal reingeworfen, dass man direkt an dem Spot schon mal viel Futtermische vorrätig hat. Das heißt, der Spot sollte jetzt so langsam aktiv sein und noch ein bisschen aktiver werden mit den nächsten Würfen. Und dann lübt das doch hoffentlich. Ja, also, kleiner Spiegelkarpfen, schöner Schuppenkarpfen, das kann sich doch schon sehen lassen. Ausgestattet hier komplett mit Pop-Up-Rig. Und im Idealfall gehen hier auch noch ein paar seltene Brocken rein. Also, ich habe hier im Stream auch schon gesehen, dass hier so Erdbeer und frische Preiselbeere wohl ganz gut funktionieren soll. Und das hatte ich dann auch mal nachgemacht jetzt hier. Genau, frische Preiselbeere. Wo hatten wir das denn noch? Ist das hier auch? Ne, hier war Kaviar. Der mit Krabbe und Amino. Kaviar, Kaviar. Also so in diesem Bereich, ne? Ich weiß gar nicht, wie jetzt so die anderen alle aussehen. Aber so in dem Bereich, in diesem fruchtigen Bereich, habe ich jetzt einfach mal reingeschmissen. Gucken wir einfach mal hier rein. Natürlich auf den Fortuna Carp. Mit der Tagara drauf. Die wird noch ein bisschen, die wird noch ein bisschen geschnetzelt, bevor sie repariert werden. Können sie noch mal ein bisschen mehr verschleißen, damit sich das auch richtig lohnt. Ah, das wird teuer, ey. Das wird teuer. Spule muss auch noch ein bisschen durchhalten. Bremsen, die halten auch noch ein bisschen was aus. Kugellager, alter Falter. Also wenn ich die komplett überarbeite, rund erneuere, komplett, dann wird es richtig teuer. Von daher muss da erstmal noch ein bisschen Kohle ran. Achso, genau, vom Setup her. Ja, ganz klassisch, Pop-Up Rig. Mit geflochtener Schnur und allem drum und dran, also hier fürs Vorfach. 4-0er Haken, also weniger auf Frequenz, eher auf die dicken Brocken. Und dann hier alles, was im rotfruchtigen Bereich unterwegs ist, also Preiselbär, im englischsprachigen halt Cranberry, beziehungsweise so übersetzt. Dann haben wir hier Erdbeer 20, beides eben als Pop-Up, Preiselbär Dip. Und dann hier ein PVA gemischt mit Basis Maismehl, halt immer gut, Mais fürs Karpfenangeln. Erdbeer, 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 immer schön dicker werden, 4er, 8er und 10er Pellets, 12er Preiselbeer Pellets drauf, Erdbeergewürze drauf, weil wir haben ja hier auch nochmal Kräuter sozusagen in der Preiselbeersoße. Und dann gib ihm langsam alles reingedippt und jetzt hauen wir hier nochmal und nochmal und nochmal rein. Und dann ziehen wir so langsam, zack, da geht der nächste auf A1, sehr schön. Ich ziehe jetzt einfach mal nur langsam rein, ohne den Turbo. Vielleicht bin ich da so ein bisschen verwöhnt vom Spinning, dass ich einfach die Fische vom Spinning her mit Turbo immer einziehen kann. Den habe ich jetzt zwei, dreimal angeschlagen, jetzt ziehe ich den nur noch locker rein. Lass ihn auch ein bisschen, wenn er Bock hat zu ziehen, wieder ab. Ich drill ihn einfach ein bisschen mehr aus. Vielleicht muss man Karpfenangeln einfach auch langsamer machen. Das ist auch eher ein bisschen was Gemächliches. Ne? Wenn ihr hier schon 11 Stunden sitzt, dann musst du das auch entspannt genießen, den Drill. Ne? Das Drill, das ist ja nicht so häufig, wenn da mal was reingeht. Und wenn, und dann auch noch was Dickes, dann musst du das auch genießen. Zelebrieren. Schön den Drill. Ich meine, du hast ja auch Zeit, bis der nächste beißt, ne? Da kannst du ja auch was tun zwischendurch. So, da haben wir den nächsten. Auch wieder, nee, das ist kein Schuppi, das müsste ein Leder sein, ne? Oder? Mit dieser komischen, abgehackten Rückenflosse. Äppa. Spiegelkarpfen, ah genau, mit diesem Eck hinten drin, der Spiegel. So, wieder das Häuschen anvisieren. Raus auf 35 Meter. Check. Und ein bisschen straff machen. Und weiter geht's. Zack, der nächste. Auch wieder. Der ist aber nicht so groß hier. Den machen wir auf entspannt. Das geht auch ganz gut hier. Boah. Ja, wenn das jetzt so geht, ich sag mal auch gewichtsmäßig, ist es nicht verkehrt, ne? Gestern im Stream war das dann so,
dass hier die Boilies alle eine Größe hatten von 14. Da gab es ja auch noch die Tipps aus dem Discord, die verschiedenen Spots. Übrigens, wenn du noch nicht im Discord bist, einfach unterm Stream mal rein, unterm Video mal reinschauen, unterm Stream übrigens auch. Da ist der Link zum Discord. Da einfach mal gucken in der Eingangshalle, in die Regeln reingucken, Regeln kurz bestätigen. Und dann ist das auch frei. Und dann seht ihr da die ganzen Tipps und Tricks aus der Community, für die Community. Welche Spots funktionieren, wo da gerade was geht. Der liegt jetzt ein bisschen weit weg, ne? Ich lasse ihn aber mal. Der ist so am Rand von dem Feld. Also ich glaube, ich habe hier so diese Area abgedeckt. Und der liegt so ein bisschen mehr daneben. Ich lasse die in der Mitte aber nochmal. Die liegt vielleicht nicht ganz so ideal. Ja, liegt nicht ganz ideal. Aber vielleicht erhöhen wir dadurch die Area so ein bisschen, den Lockbereich. Genau. Ja, genau. Also, das dazu. Und jetzt, wie gesagt, mit den fruchtigen Sachen, ja, einfach mal testen, ne? Also, wie gesagt, gestern, die waren alle so auf kleinen Boilies. Die Frequenz war deutlich höher. Deutlich höhere Frequenz, aber eben auch deutlich kleinere Fische. Ja, die waren alle so im Bereich von den 4 Kilo vielleicht, also häufig im 4 Kilo Bereich. Ich glaube, einer war so um die 10 herum. Und dann war es das aber auch schon. Und dementsprechend klein ist dann natürlich am Ende auch die Ausbeute, rein silbertechnisch. Und ich bin tatsächlich auch ins Minus gekommen. Ich bin schon wieder ein bisschen im Minus. Das heißt, ich muss jetzt mit der Angelsession hier deutlich über die 64.000 kommen. 70.000 ist ja das nächste große Ziel, damit ich mir das nächste Setup irgendwie leisten kann. Beziehungsweise vorher noch alles reparieren. Also vorher noch die Rollen einmal komplett reparieren. Und dann ist natürlich auch wieder die große Überlegung, spart man sich jetzt schon so langsam die Kohlen für den Weihnachtsmarkt, wenn man vielleicht so im Low- oder Mid-Level-Bereich ist, dass man sich da am Weihnachtsmarkt ein paar gute Spinner kaufen kann, dass man sich Waggler kaufen kann, die weißen, oder dass man sich vielleicht sogar eine geile Rolle leisten kann. Da gibt es auch geile Rollen, oder gab es zuletzt halt immer, speziell auch fürs Karpfenangeln. Aber auch fürs Karpfenangeln verschiedene Schnüre, und es gibt Boilies und. Also da kann man schon einiges an Kohle lassen, weil es eben auch Sachen sind, die es dann eben nur einmal im Jahr gibt. Und dementsprechend holt man sich dann halt meistens, oder es wäre halt empfehlenswert, sich ein bisschen mehr direkt zu holen. Ne? Einmal eindecken fürs Jahr und dann lübt das Ganze. Ja, ob das jetzt hier an der Stelle lügt, werden wir sehen. Ich hoffe es. Es gab, wie gesagt, schon gute Fänge hier. Und bisher ist es auch schon ganz okay, würde ich sagen. Bin ich schon ganz zufrieden damit. Die große Frage ist natürlich, ballern hier auch noch diese seltenen Fische rein? Das wäre halt so für mich das Oberziel. Ich glaube, ich teste jetzt erstmal hier noch ein bisschen. Und wenn sich hier noch was ergibt, schalte ich natürlich wieder ein. Und da bimmelt es wieder los. Zack. Die Schnur ist runtergefallen. Zack. Und da geht er rein. Ha. Der nächste Brocken. Also, was man halt klar sagen kann, ist weniger Frequenz natürlich durch deutlich größere Boilies. Was man natürlich als nächstes noch testen könnte. Einfach nur aufs Korn. Pop-up nur mit dem Korn, Erdbeer. Oder natürlich kleinere Boilies. Die 14er, 15er Boilies. Dann, was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Am PVA könnte man natürlich auch noch ein bisschen rum experimentieren. Vielleicht kommen dann auch eher hier die roten Kandidaten oder die Albinos mit rein. Nichtsdestotrotz, bisher lübt es. Ich meine, wir hatten gestern im Stream, es war, ich glaube, die erste Viertelstunde, es waren sofort zwei Fische da, zack, zack. Danach war eine Viertelstunde Flaute.
Ah, dann ist ja erstmal Mittagszeit, habe ich mir auch sagen lassen. In der Mittagszeit soll das ja auch gar nicht so geil laufen. Ich weiß das gar nicht, aber wenn ihr Karpfenangler mir das sagt, Alter, dann glaube ich euch das. Also Mittagszeit eher Flaute. Und guck mal da, gerade ausgeworfen, geht direkt wieder los. Und dann geht es halt zum Abend hin nochmal wieder richtig ab. Zack. Kann er gerne machen, kann er gerne machen. Ich meine, wir haben jetzt 15 Uhr. Es kann gerne jetzt so langsam wieder losgehen. Schauen wir mal, was da jetzt geht. Wäre nicht verkehrt, ne? Vielleicht sollte ich doch nochmal bis zum Abend hier durchziehen, ne? Ein bisschen Kohle muss ich ja noch rausholen, ja. Bisschen Kohle muss ich noch machen. Na, komm ran, Digga. So, schön langsam. Man hat halt jedes Mal die Chance, dass es eben hier sowas Seltenes ist, ne? Das heißt, jeder Fisch, den man jetzt wirklich verliert durch so ein Ausschlitzen und dann sieht man noch nicht mal, was es war, das ist halt immer extrem schade, finde ich. Ja. Einfach nur, ne, weil man halt die Chance hat, vielleicht sowas Seltenes zu kriegen. So, guck mal hier, 9,3 ist doch ein schönes Gewicht. 9,3 Kilo, die ballern halt mal so ein bisschen rein schon, aber auch kohlemäßig komplett fair das Ganze. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. So, zack, wieder raus auf die 35 Meter. Jawohl. Und dann abwarten, ob da wieder was geht. Ich weiß nicht, ob man mal neu auswerfen muss oder so. Ich glaube nicht, ne? Ist ja alles noch da. Futtermische ist auch da. Auch wieder frisch reingeworfen hier durch diese Route. So, ich würde sagen, wir machen nochmal einen kurzen Break. Und dann, wenn da noch was reingeht, klar, zeige ich natürlich. Wenn nicht, geht es dann gleich direkt nochmal zum Café, beziehungsweise zum Fischmarkt. Verkaufen wir das ganze Gedöns. Und dann sehen wir mal, was da hängen geblieben ist. So, und nochmal die zweite Rute raus jetzt hier. Ich habe jetzt gerade nochmal zwei Routen umgestellt auf 15er Größen, auf die kleineren Boilies und hier gerade ausgeworfen und zack, kommt quasi schon instant der Biss. Ja, wie zu erwarten, deutlich kleinere Brocken, die auch reingehen. Nichtsdestotrotz, genau hier 16er Preiselbeere, 15er Pop-Up. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt die Stunde hier bald rum. Ich werde das natürlich noch weiter durchziehen hier, denn Karpfenangeln ist immer auf Langzeit ausgelegt. Ja, so sieht's aus. Nicht so ganz prall. Das Ganze schauen wir uns jetzt natürlich nochmal im Café an. Ja, insgesamt 3 fette Ausschlitzer waren dabei. Das ist natürlich mies. Wie gesagt, wenn ihr da einen Tipp habt, wie das Ganze oder ob man das so ein bisschen umgehen kann. Gerade beim Karpfenangeln wäre ich euch da dankbar, wenn ihr da irgendwas unten reinschreiben könntet unter das Video. Ich schaue mir das auf jeden Fall an. Bin ich sehr, sehr gespannt, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt oder wie ihr Karpfenangler das umgeht, dass euch die Dinger ausschlitzen. Mir schlitzen kaum Fische aus, aber Karpfen ständig abgefahren. So, gucken wir mal eben rein. 150 in einer Stunde angeln ist natürlich, geht so, ne? 150, sagen wir mal, mit den drei anderen hätten wir vielleicht noch maximal die 200 gemacht. Aber das ist eher durchwachsen. Leider auch kein Seltener dabei. Das macht, glaube ich, dann natürlich nochmal den großen Unterschied. Und ja, die kleineren Boilies haben eine deutlich höhere Frequenz gebracht, allerdings auch etwas kleinere Fische. Wobei, wenn man hier sieht, zwischendurch auch da mal einen 10 Kilo dran und bei den letzten war auch einer dabei, der nochmal gut gezogen hat, auch auf kleineren Boilies, würde ich sagen, für eine geilere Frequenz vielleicht doch eher die kleineren Boilies, dicken, fetten 4-0er Haken, das war auch der Tipp aus dem Stream.
Von daher, Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.